Willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Starfield. Wir springen auch direkt gleich rein. Dann geht's direkt gleich los. Und wir sind ja aus der Mine rausgegangen und werden jetzt dann direkt gleich losspringen in das System. So, hier setzen wir uns hin. Kann man das eigentlich? Sehr cool. Man kann tatsächlich eine Schiffsaußenansicht haben. Sehr schön. Pretty nice. So, dann wollen wir mal abheben. Schiff startet die Systeme. Oh, einfach nur schön. Und auch der Sound ist richtig mega gut gemacht. Es gefällt mir richtig gut. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Er hat nur gemeint, ich soll. Ja, Ich kann okay. Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Halte Alt gedrückt und wechsle mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen? Starte alle Systeme einschließlich des Graph-Antriebs. Nee, ich will. Moment, wir gucken mal. WASD mit Alt gedrückt halten. Ah, okay, gut. Und dann kann ich hier mit hoch und runter. Okay, und dann muss ich gucken. Okay, sehr schön. Das Jedes heißt, System auf einem Schiff braucht Energie. wir nehmen Sie da mal erkennen, wie viel Strom wohin zwei fließt. raus, damit wir da unten, wo dieser Balken ist, zwei übrig haben, die wir dann in den Graph-Antrieb setzen können. Jetzt haben wir das getan. Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktik Wow. aus? Das dort ist Nein. nämlich ein Crimson Fleet-Schiff. Er Okay. setzt seine Waffen ein. Echt, er setzt seine Waffen ein. Das finde ich nicht gut. Warum? Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Moment. Halte das Schiff in der Mitte des Hubs. Dann können wir es erfassen und eine Denkrakete abfeuern. Gegnerische Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Sehr gut. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Okay. Und jetzt? Ah, E drücken, okay. Okay. Gibt es bei den anderen auch noch was? Die hatten kein Symbol. Scheint nicht so zu sein. Zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position in der Mitte Nein! kommen. Warum tut ihr das? Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. Okay.
Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Ja, okay. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Greed. Ein perfektes Piratenversteck. Ja, dann gehen wir da gleich hin, aber erst looten wir das hier noch schnell. Sehr gut. Okay. Creed. Okay. Kommen wir da ran? Wird es größer? Wird es kleiner? Ich glaube, da kommen wir nicht ran. Dann machen wir das über die Karte. Reise durch den Weltraum. Zoome heraus, um das gesamte Sternensystem zu sehen. Zoome erneut heraus, um alle Sterne der besiedelten Systeme zu sehen. Setze einen Kurs, indem du das Sternensystem auswählst, zu dem du reisen willst. Dein Schiff kann nur begrenzt viele Lichtjahre auf einmal zurücklegen. Du musst also unter Umständen zuerst zu einem anderen, nahegelegenen Stern springen, um weiter entfernte Sternensysteme erreichen zu können. Okay. Also dann, Moment, das ist unsere... Ah ja, von hier kommen wir. Das heißt, wir müssen hier rauszoomen. Dann müssen wir hier auf Creed reinzoomen. Und dann müssen wir hier auf das Forschungslabor. Und dann müssen wir den Kurs festlegen. Und dann dürfen wir reisen. Okay, Creed, Mond von Anselnon. Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem... Ah, Moment. Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ja, da wohl. Okay, dann machen wir das Gleiche noch einmal. Die Planetenansicht der Sternenkarte enthält Informationen über die Umgebung. Lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Creed Forschungslabor siehst. Dann wähle es danach aus, um dort zu landen. Okay. Aber erst einmal scannen wir den Planeten kurz. Weil, wie ihr seht, haben wir hier eine ganze Liste voller Ressourcen, die dann hier auf dem Planeten auch farbig gekennzeichnet sind. Gut. Die ganze Sache können wir natürlich dann wieder auch ausblenden und dann landen wir jetzt bei der Creed Forschungsstation. Landeziel festlegen. So, und jetzt landen wir. Okay. In den besiedelten Systemen windelt es von verlassenen Außenposten, Basen und Forschungsstationen. Die meisten sind militärische Überbleibsel von irgendwas. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Okay. Du folgst mir, das ist gut. Alles klar. Dann neuer Auftrag, kümmere dich um den Captain der Crimson Fleet. Okay, machen wir. Aber zuerst machen wir hier mal kurz das Inventar auf. Gucken uns unsere Waffen an. Okay. Dich haben wir. Den Cutter haben wir auf 1. Ne, den setzen wir mal auf. Setzen wir mal die Pistole auf die 1. Den Cutter setzen wir mal auf die 9. Dich setzen wir mal auf die 2. Die Axt.
Die Axt setzen wir mal auf die 8, weil die brauchen wir nicht so oft. So, Eon, Maelstrom, Cutter auf 9, ja, und Heilung auf 0. Okay, das müsste so gehen. Dann gucken wir mal an. Anzug haben wir angezogen. Rucksack haben wir angezogen. Das haben wir an. Mining Outfit haben wir an. Okay. Dann sind wir da mal bereit. Dann sind wir da bereit. Jo, irgendwie leckt's gerade. So, dann komm mal mit. Wow. Den Scannern zufolge liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. Ja, genau da unten. Schon ziemlich krass, der Planet hier. So. Und wenn wir jetzt F drücken, dann haben wir, du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Ah ja. Okay, und dann können wir hier das Ding scannen. Und jetzt ist die zu 13% gescannt und um sie 100% scannen zu können, brauchen wir davon noch andere. So. Und hier haben wir Silber. Und das können wir abbauen. Nämlich so. So. Dann holen wir uns da hinten noch schnell die Staubwurzel und scannen die auch ein. 25%, jawohl, sehr gut. Rennen können wir auch. Alkane. Aber da können wir nichts machen, der ist... Den muss man wahrscheinlich dann mit einem Bergbaubohrer oder so, mit einer Bodenstation abgreifen. So, da hat es aber noch einiges an Ressourcen da hinten und da. Okay, gut, aber unser vorrangiger Auftrag war ja... extreme Hitze, durchgelaufen. Okay, unser vorrangiger Auftrag war ja, dass wir uns um den Captain der Crimson Fleet kümmern. Und das bedeutet, da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. So. Da machen wir uns auf den Weg hin. So, die haben wir gescannt, jawohl. Oh, was seid ihr denn? Wow. Trilobiten, okay. Tut ihr mir was? Ich hoffe nicht. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch auch in Ruhe. Zumindest für den Moment. Da haben wir wieder Blei. Das können wir mitnehmen. Was haben wir da hinten? Ein Creed-Pirschjäger. Oh, den können wir noch nicht scannen. Ich will dich scannen. Hallo, ich will dich scannen. Sind oft unberechenbar. Ja, ja, ich hol da gleich schon mal hier mein. Ich glaube, ich nehme das. Alien-Kreaturen. Mit dem will ich mich nicht anlegen jetzt gerade. Nein, nein, nein. Umlaufen.
Wir haben es geschafft, wir haben ihn umgangen. Creed Forschungslabor entdeckt. So, okay, hier können wir noch mal. Oh. Mei, erschreckt mich halt, Vasco. Mann, 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 Mann. Ich hab gerade gedacht, das ist das komische Viech von da oben. Alter. Kannst du doch nicht machen. Ah, wenn wir schon hier sind, scannen wir dich auch noch gleich. Jawohl. Dann sind wir bei 50%. Sehr gut. Ah, Moment mal, da gibt's noch mehr. Ja, Trottel. Renn halt in meinen Strahl rein, nicht wahr? So. Dann machen wir uns mal. Da liegt noch mehr rum. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. So, aber jetzt. Was liegt hier rum? Eine Drahtspule, ja komm. Draht ist nie schlecht. Ja, dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Okay, da ist dunkel. Machen wir Licht an. Was finden wir hier alles? Spritzen, Tupperbehälter, irgendwas Wichtiges. Flaschen. Nö. Nö, nö, nö. Okay, was ist hier drüben? Ordner. Weil ich weiß zwar jetzt nicht, was man jetzt alles brauchen kann, aber zur Not kann man ja immer noch wieder hierher zurückkehren, nicht wahr? Ah, ich glaube, so einen Trichter haben wir noch. Oh, ups. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen und nicht auf ihn schießen, aber egal. Versiegelte Behälter. Okay. Was ist mit dem? Der geht nicht auf. Okay. Da geht was auf. Credits. Ja, Geld. Sehr schön. Credits können wir immer brauchen. So, liegt hier hinten noch irgendwo ein Behälter? Irgendwas? Da liegt noch eine Rohrzange. Weil manchmal ist es ja so, dass man diese Sachen tatsächlich zu ihren Rohmaterialien wieder zurückverstückeln kann. Die Blumen nehmen wir mal mit. Und ich weiß aber nicht, ob das hier genauso ist. Medipacks nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Da benutzen wir auch gleich mal eins. Okay, Tür auf. Tür auf und in Deckung. Flasche, Schlagbohrer, oh, Munition. Munition. So, da scheint nichts zu liegen. Papiertücher. Das ist ein schönes Designobjekt. Das können wir mitnehmen. Vasco, du stehst ein bisschen im Weg. So, was haben wir hier? Nix. Ordner. Leere Verpackungen von Essen. Thermoskanne, Würfel. Ach. So, das ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt ein Buch gefunden. Das wäre jetzt eine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich diese Bücher vorlese?
Oder wollt ihr vielleicht dann hier dann Pause machen und die selber lesen? Genau, das dürft ihr frei entscheiden, wie ihr das haben wollt. Da richte ich mich ganz nach euch. So. So, da ist wieder was drin. In den Kisten ist meistens was Brauchbares drin. So. Von hier sind wir gekommen. Dann gehen wir mal hier rum. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Geheime Anlagen. Spooky. Das Buch habe ich jetzt aus Versehen. Wartet mal, Inventar. So. Notizen. So, das war. So, dann haben wir das auch. Okay. Stift, Notizblock. Polytextilien nehmen wir mal mit, das klingt wichtig. Kaffeetassen. Ein Netzwerk. Was haben wir hier? Nehmen. Wow, wow. Hilfe. Ich höre dich. Wo bist du? Ich glaube, ich nehme da doch mal lieber die Pistole in die Hand. Wunderbar, wunderbar. Geht's weiter. Da ist nix. Da. Tragbaren Ventilator. Ich glaube, da haben wir schon ein paar mitgenommen. Da können wir ausprobieren, ob man die zerlegen kann. Und dann kann man immer noch wieder hierher zurückkehren, sollte man die irgendwie zerlegen können oder müssen oder so. Eine Kelle, aha, okay. Hier waren wir aber schon. So, dann gehen wir mal hier. Oh, warte mal, Molekül irgendwas mitnehmen. So. Da könnt ihr dann ja in der Folge erstmal pausieren und es dann lesen. Messzylinder, Pflanze, Notizbücher. Ich weiß halt wirklich nicht, was lohnt sich mitzunehmen und was nicht. Flasche mit Genprobe. Ja, komm, eine nehmen wir mal mit. Who knows? Ah, Munition. So, eine Zange, glaub nicht. So, die Genproben nehmen wir mal mit, wer weiß. Schreibtisch, Papierunterlage.
Weil da sind Credits, da sind Dietriche, da ist eine Blum. So, da haben wir Medi-Sachen. Okay. Gibt es auf der Seite noch irgendwas vielleicht? Ein Schlagbohrer. Weil die Blumen nehme ich übrigens mit, weil wir da ja später auch Baseball betreiben können. Dichtmittel, seht ihr? Und da bei dem Dichtmittel, da stand nämlich jetzt ein Haufen Text noch dran und Zeug. Und hier steht nämlich jetzt gar nichts dran. Da steht nur Masse und Wert dran. Deswegen befürchte ich, dass diese Dinge nicht so wichtig sind. Deswegen lasse ich die da liegen. So. Dann gehen wir mal weiter. Feuerlöscher haben wir in der Mine schon einen Haufen eingesammelt. Da brauchen wir auch erstmal keine mehr. Synthetik-Schaumbehälter, ein Löffel. Okay. Das sieht alles unwichtig aus. Das sieht alles unwichtig aus. Wow. Gut, wir nehmen deine Credits. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Moment. Die Geschichte der Xenobiologie. Die ersten paar Kapitel von Lars Nielsens Arbeit scheinen sich hauptsächlich auf die Verdauungssysteme außerirdischer Herbivore zu konzentrieren. Die Sektion von Dr. Lourdes jüngstem Fund ergab, dass es sich bei der Kreatur um eine Weiterentwicklung des mikroskopisch kleinen hydrothermalen Wurms handelte. Genau wie es Dr. Lourdes aufgrund der äußeren Erscheinung der Kreatur bereits vermutet hatte. Doch ihre Forschung deutet auch auf eine Spezies hin, die sich in verschiedenen Phasen weiterentwickelt hat und dabei womöglich beträchtlich an Größe zulegen konnte. Es bleibt also die Frage, welche Version der Kreatur hat Dr. Lourdes seziert? Und welche maximale Größe könnte sie noch erreichen? Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit Nielsens Faszination für die Prädatoren der namenlosen Welt. Einer namenlosen Welt. Okay. So, dann wissen wir das jetzt auch. Die scheinen hier wohl irgendwie. Was bist du? Weiß ich nicht. Okay. Ah, Bücher, Moment. Keine wichtigen Bücher, okay. Pflanze. Wie gesagt, Pflanze, Designobjekt, Baseball. So. Dann gucken wir hier mal rein. Was gibt's hier? Hinten nix. Was gibt's hier oben? Nix. Okay. Was gibt's hier? Nix. Okay, gut. Dann weiter. Dann weiter, weiter, weiter. So. RIP. Okay. Da hinten ist auch noch ein Regal, da scheint nichts drin zu sein. Da ist ein Hydraulikwerkzeug. Okay. Dann machen wir hier mal auf. Oh. Ich will hier nicht sein. Medizin. Medizin ist immer gut. Flottenmanöver Müsli regeneriert 4 Gesundheit. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, die reden über mich. Was ist hier drin? Syntamid-Müsli-Menü, irgend sowas. Sprudelwasser in Plastikflaschen oder Alu-Packs. Leitfaden für Chunks Personal. Leitfaden für Chunks Personal. Kurz nachdem er seinen Durchbruch mit Chunks erzielt hatte, verfasste der Gründer Fred Blombard plötzlich ein dreiseitiges Handbuch für Mitarbeiter. Es folgt ein Auszug von Seite 2.
Es ist genau wie bei diesem Spruch, der Kunde hat immer recht. Wenn wir hier bei Chunks eines wissen, dann, dass der Kunde niemals recht hat. In diesem Fall ist es nachgewiesenermaßen unmöglich, dass der Kunde recht hat. Er besitzt nämlich gar kein Wissen über unsere hochmodernen Kocheinrichtungen. Und falls er die geheimen Rezepte unserer gesamten köstlichen Chunks-Varianten kennen möchte, wären wir alle arbeitslos, ich eingeschlossen. Ah ja, okay. Ja, das ist so die Version des Patents, ne? Glaube ich nicht, dass ich verloren habe. Getroffen. Was habt ihr Schönes dabei, meine Freunde? Was habt ihr Schönes dabei? Von hier kamen wir, oder war noch ein? Da war noch ein Schatzkästchen. Finden wir hier noch irgendwas Interessantes außer dem Schatzkästchen? Ja, Essen. Sehr gut. Kaffeetasse, nein. So, hier drüben ein Ofenhandschuh. Okay. Nee, ich glaube, den Rest lassen wir mal liegen. Okay. Was gibt's hier? Verschiedene Gläser. So, was haben wir hier? Stühle und Zeug. Okay. Das sieht auch alles, oh Pflanzen, nicht so aus, als bräuchte man's. Toiletten, Notizbücher, okay. Antibiotika, oh, sehr gut. Sehr gut. Solche Sachen kann man immer brauchen. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich höre schon wieder irgendwas. Das ist nur ein Notizbuch. So. Verkaufsautomat. 75 Credits und dann kriege ich irgendeinen Orangensaft. Okay, nein. Ein Kartenspiel. Kommt, das nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier? Da haben wir auch noch eine Waffe. So, ja, überall Blut. So. Okay, dann sollte es das hier hoffentlich gewesen sein. Das Problem ist, hier liegt so viel Zeug rum. Und es kann natürlich sein, da zum Beispiel hat sich noch ein Sandwich versteckt. Es kann natürlich gut sein, dass wir jetzt hier irgendwelche... Oh, wie cool. Brauche ich. Irgendwelche Items vergessen oder übersehen. Und das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Weil wie ihr gesehen habt vorhin, da liegen auch Dietriche einfach mal so irgendwie auf dem Tisch, die dann nicht in der Kiste drin sind. Deswegen ist ganz gut, wenn man hier wirklich langsam und vorsichtig durchgeht und sich ein bisschen umschaut.
Oh, mega. So. Was ist da drin? Ah, Klebeband. Klebeband kann man immer brauchen. Haben wir mal gelernt. Ich hoffe, das ist hier in diesem Spiel auch so. Okay. Jetzt habe ich. Ne? Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Schreibtischassistent Egmund. Ja, das nehmen wir mit. Das klingt lustig. Das nehmen wir mit. So, okay. Sandskulptur. Nett. Frankenstein, ja. An Miss Saville, England. St. Petersburg, 11. Dezember 1700, irgendwas. Es wird dich freuen, dass meine Unternehmung, die dich so Böses ahnen ließ, von keinem Unheil heimgesucht wurde. Gestern bin ich hier angekommen. Als erstes werde ich meiner Schwester versichern, dass es mir gut geht und ich in meinen Vorhaben mit immer größerer Zuversicht gegenüberstehe. Die Geschichte von Viktor Frankenstein und seiner Schöpfung. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ein Klassiker der irdischen Romankultur, muss man ja sagen. Der dann auch schon einige Male verfilmt wurde. Schreibtischspielzeug. Da, oh, Dietrich, jawohl, da. Sehr gut. Notizbuch. Sprudelwasser. Ein Spiel. Ah, komm, nehmen wir mit. Laborkleidung, sehr schön. Ein Luftbefeuchter. Na komm. Ja, Dartpfeile haben wir auch schon eingesammelt in der. Ein Bett. Ich könnte schlafen. Die Frage ist, muss man schlafen? Will man schlafen? Versiegelter Behälter. Battle Meal, Mehrfachpackung. Regeneriert 16 Gesundheit. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, wie ihr seht, es lohnt sich halt wirklich irgendwie hier komplett überall rumzurennen und sich alles, das Notizbuch wollte ich nicht, ich wollte den Pfeil und sich alles ganz genau anzugucken. Und jetzt knacken wir den Safe. Können wir das? Einsteiger-Safe? Ja, können wir. So, fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücken passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen. Okay, drehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier das richtige Muster finden. So könnte es passen. Okay. Warte mal, wo warst du? Du warst da. Dann brauche ich. Ne, wartet mal, dann nehme ich vielleicht den hier. Nee, der passt nicht. Aber der passt zum Beispiel innen gar nicht, deswegen, weil der zweite Kreis innen, der graue, der muss ja auch noch aufgeschlossen werden und der passt da gar nicht. Das heißt, es muss, dann müssen wir den hier hin tun. Da passt er, okay. Dann könnte das innen passen. Muss ich noch mal kurz gucken. Der passt da drauf, der passt da, der passt hier, aber da haben wir schon was, oder? Ne, da haben wir nichts. Moment, das ist jetzt gerade. Jetzt machen wir mal außen, pass mal auf. So, und außen sind jetzt noch drei übrig. Das heißt, wenn ich den hier nehme, dann müsste es passen. So, die passen da und die beiden passen da. So müsste es eigentlich passen. Zumachen. Ne, shit, jetzt habe ich vergeigt. Obwohl, ne, wartet mal. Hab gar nicht vergeigt, weil das sind ja die beiden inneren. Ich wollte ja den nehmen. So. Das müsste passen.
Und jetzt nochmal schnell checken. Jawohl, passt und passt. Wunderbar. Dann kriegen wir Items. Sehr schön. Und Erfahrungspunkte. Prima. Freut mich. Ja, das ist ein bisschen, da muss man aufpassen, weil wenn man den falschen Schlüssel in das falsche Ding reinsteckt, dann hat man das Schloss sozusagen verloren. Oder den Dietrich verloren. Und dann müsste man einen neuen nehmen. Und wenn man dann keine mehr hat, dann geht der Safe gar nicht auf. So. Was haben wir hier? Stifte im Kühlschrank. Okay. Ach nee, ist ein normaler Spind, ist kein Kühlschrank. Dann ist es mit den Stiften okay. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, was gibt's da? Cool. Schrotflintenmunition. Würzige Würmer. Notizbücher. Da ist nochmal so ein Egmund. Den lassen wir aber hier. Computer benutzen. Oh, weia. Ein neuer Anfang. Hayden Wynn, persönliches Tagebuch, 13. Januar 2306. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe die Stelle. Die Abteilung für Xenokriegsführung der United Colonies ist nun offiziell. Was? Die Abteilung. Ich will gar nicht wissen, gegen wie viel Bürokratie Sie beim MAST ankämpfen mussten, aber das war längst überfällig und ich bin von Anfang an dabei. Ah, die Abteilung wurde neu gegründet, deshalb. Mein offizieller Titel wird Techniker für Xenobiologie lauten und ich fliege in 3 Tagen los. Amanda ist ziemlich sauer, aber ich habe ihr versichert, dass ich jede Menge Urlaub haben und ganz oft in New Atlantis sein werde. Ich weiß immer noch nicht genau, wohin es geht. Auf jeden Fall irgendwo in den Raum der United Colonies. Das erfahre ich dann wohl, wenn ich da bin. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was war das? 13. Januar. 6. Februar, was bist du? 6. Juli, okay, dann geht's nach unten. 6. Februar 2306. Wir haben heute unseren ersten extraterrestrischen Kandidaten erhalten, der eine Alienform der Lekosch Venusta zu sein schien, wie auch immer man das ausspricht. Ihr verzeiht es mir bestimmt. Also im Grunde genommen eine Riesenspinne. Michelson wollte in kompletter Schutzmontur das neue Steuerinterface NSI anbringen. Unsere Security versucht noch immer, ihn aus dem Kokon zu befreien. Und wir hatten keine andere Wahl, als die Kreatur zu töten. Ein geringfügiger Rückschlag. Niemand von uns hatte einen erfolgreichen ersten Versuch erwartet. Ich habe gehört, wie Dr. Paulsen den anderen gesagt hat, dass eine Einheit von UC Marines am nächsten Donnerstag eine weitere Kreatur abliefern soll. 5. Mai 2306. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es geschafft haben, aber die UC Marines haben uns tatsächlich einen Ashtar gebracht. Es hat nichts damit zu tun, dass der Ashtar eine fürchterregende Bestie und ein Predator ist. Beides ist für unsere Arbeit hier außergewöhnlich und wundervolle, sind für unsere Arbeit hier außergewöhnliche und wundervolle Eigenschaften. Es hat damit zu tun, dass der Ashtar auf dem Planeten Aquila im Cheyenne-System beheimatet ist. Aquila, auf dem sich Aquila City befindet, die Hauptstadt des Freestar Collective. Nicht schlecht, wenn eine Gruppe Sandlatscher einen Kandidaten direkt vor der Haustür des Feindes besorgt. Obwohl sich natürlich die Frage stellt, ob Wissenschaftler des Freestar Collective es geschafft haben, ihren größten natürlichen Predator als Waffe einzusetzen. Falls ja, hat sich unser Zeitplan gerade verändert. 7. Mai 2306. Jegliche Sorge, dass unsere Pendants im Freestar Collective es geschafft haben, die Ashtar als Waffe einzusetzen, ist verflogen. Nach dem Michelson-Debakel haben wir beschlossen, dass das NSI nur unter vollständiger Sedierung angebracht werden sollte. Also war das kein Problem. Die Probleme begannen direkt danach. Der Ashtar war unglaublich widerstandsfähig gegen die Synchronisierung und wir konnten keine Kontrollgenauigkeit über 47% erreichen. Dr. Chins Arm wurde beim ersten Test nach 5 Minuten fast abgerissen. Kurz gesagt, die Ashtar können ganz einfach nicht kontrolliert werden. Und wenn nicht von uns, dann ganz bestimmt auch nicht vom Freestar Collective. Dr. Paulsen steht mit Colonel Kasavov in Verbindung. Offenbar werden uns die Marines nächste Woche ein weiteres Exemplar bringen. 12. Mai 2306. Neue Kreatur, neuer Fehlschlag. Die UC-Staublatscher tragen daran keine Schuld. Immerhin wollten wir einen Predator und sie haben ihn uns geliefert. Diese Dinger waren sowas von alienmäßig, dass Paulsen Probleme hatte, sich für eine Bezeichnung zu entscheiden.
Er hat sie dann schließlich Reptans Venenum genannt, wie auch immer. Schade, dass wir das NSI nicht richtig synchronisieren konnten. Die Biester hätten ein wahres Spektakel geboten, vor allem mit ihrem Gift. Neue Exemplare, 6. Juli 2306. Heute Morgen haben die Marines noch ein paar Exemplare vorbeigebracht, vollkommen ungeplant. Wie man sie am besten beschreibt? Naja, es sind Arthropoden, das Alien-Äquivalent zum Homarus gammarus, im Grunde genommen riesige Weltraumhummer. Sehr vielversprechende riesige Weltraumhummer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau die UC-Soldaten diese Testsubjekte gefunden haben, aber wahrscheinlich auf irgendeinem gottverlassenen Felsen. Nach dem dritten oder vierten erfolglosen Versuch habe ich aufgehört zu fragen. Keine dieser früheren Spezies konnte zuverlässig kontrolliert werden. Wie ich in meinen vorherigen Aufzeichnungen schon geschrieben habe, machte ihre natürliche Aggressivität sie zu effektiven Waffen. Allerdings bringt eine Kugel rein gar nichts, wenn die Waffe sich immer wieder von allein gegen den Schützen richtet. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig, ne? Aber diese neuen Kreaturen haben eine perfekte Veranlagung. Nicht aggressiv, sogar eher zahm und doch imstande, sich mit tödlicher Effizienz zu verteidigen, wenn sie bedroht werden. Und wenn sie erst einmal angreifen, sind sie absolut furchterregend. Dann werden wir mal sehen. Verlegung. 1. August 2306. Es geht los. Wir packen alles zusammen und verlegen den gesamten Betrieb. Es ist alles so schnell gegangen, dass sich mir der Kopf dreht. Die Arbeit mit den Arthropoden war derart erfolgreich, dass wir auf ihre Heimatwelt verlegt werden. Dort gibt es einen unendlichen Vorrat an Kreaturen für die Abteilung für Xenokriegsführung. Ich wurde zum leitenden Xenobiologen ernannt. Das bedeutet, dass ich die gesamte Einrichtung führe. Mein erster Ge Gedanke war, es Amanda zu erzählen. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass sie nicht hier ist. Ich muss Michelson ein Lob aussprechen. Er hat wirklich eine Lanze für mich gebrochen und den hohen Tieren beim Mast gesagt, dass die Abstimmung des neutralen Steuerinterfaces zur Kontrolle des Arthropoden meine Arbeit war. Ich schätze, Paulson muss jetzt in den Ruhestand gehen. Auf Nimmerwiedersehen. Ah, also scheint es hier wohl eine geheime Anlage gewesen zu sein, in der man versucht hat, irgendwelche Alien-Kreaturen dazu zu bringen, Befehle auszuführen. Gut. Kann man mal machen, aber so wie das hier aussieht, war es wohl doch keine so gute Idee. Na, wenn man sich da so die ganzen Forscher anguckt. Ah, Dartpfeile. Die nehmen wir noch mit. Die hier, die wir schon auf unserem Weg hier hoch gesehen haben. Die da dann ihr Leben gelassen haben. Und auch, dass alles hier zurückgelassen wurde, nichts wurde mitgenommen, alles liegt einfach hier rum. Der Egmont liegt auch noch hier rum. Eine Drahtspule, ja, die könnte wichtig sein. Was bist du? Battle Meals, nehmen wir mit. Ja, deswegen, oh, ein Boxsack. Und Hanteln. Okay, hier hat sich wohl einer einen kleinen Fitnessraum eingerichtet. So, dich haben wir mitgenommen, den Computer haben wir begutachtet, dann gehen wir hier mal raus. So, ich glaube, wir sind von da gekommen. Sieht so aus, ja. Alien-Käfer-Briefbeschwerer. Ja, sowas brauchen wir. Ein kleiner Futterwürfel. So, was haben wir hier drin? Nix, nix, nix. Ja, wie gesagt, also so wie es hier aussieht, war das wohl dann tatsächlich keine ganz so gute Idee, sowas zu versuchen. Irgendwelche Aliens dazu zu bringen, dass sie Mord und Totschlag begehen. Bilderrahmen, oh, Pflanze. So. Ah, Verbände. Sehr gut. Maßband. Ne, das brauchen wir nicht. Waffen. Sehr gut. Oh, noch mehr Waffen. Sehr schön. Sehr schön. Oh, noch mehr Munition.
Das ist gut. Müssen wir dann gleich mal schauen, was das für eine Waffe ist. Eine Grendel. Wir hatten da vorher auch schon ein paar eingesammelt, das ist richtig. So. Ne, da lang geht's. Da lang geht's hier zu. Da gibt's ein Medipack. Was gibt's hier drin? Kaliber 27 Munition. Wunderbar. Wer gähnt hier? Oh. Okay. Meinst du? Ich hab da so einen kleinen. Ah, der ist hinter Glas. Fliegen ist keine gangbare Option mehr. Ja, das ist wahr. Wo bist du? Du bist da oben, okay. Ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht? Ja. ja, auch da muss ich ihm zustimmen. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir. Wo bist du? Ich registriere in diesem Gebiet keine feindliche Aktivität mehr. Okay. Dann gehen wir noch mal kurz runter. Ich erfasse in der Nähe feindliches Leben. Das sind die Nachteile, wenn man ein Jetpack trägt. Die Dinger können explodieren. So, eigentlich wollte ich noch kurz hier unten. Ja, seht ihr, Medipack. Einfach irgendwo völlig random in der Kiste drin. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man nochmal schnell kurz sich umguckt. Weil das Zeug kann hier tatsächlich wirklich überall liegen. Von daher
Das war nix, okay. Dich hatten wir schon. Ne, dich hatten wir gar nicht. Gib mir dein Kram. So. So. Das sieht aus, als wäre da so ein Viech irgendwie ausgebrochen. Das hatte da keinen Bock mehr. Das sieht aus, als hätten sie das Viech vorher irgendwie auseinandergerupft und sauer gemacht. Da würde ich mich dann auch wehren, wenn ich so ein Viech wäre. Chemikalienschutzanzug, sehr nett. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Da gibt's nix. Was gibt's da? Nix. Da gibt's nix. Okay. Von hier kamen wir doch. Ja, von hier kamen wir. Gut. Okay. Dann na, wie ihr seht, da sind dann auch noch mal irgendwelche Kreaturenteile drin. So. Was gibt's hier hinten? Da waren wir schon. Oh, da gibt es noch ein schönes Designobjekt. Da gibt es noch ein paar Schränke, in denen aber jetzt ein Chemikalienschutzanzug drin liegt, den wir schon haben, aber die sind ja manchmal auch unterschiedlich von den Werten her. Das müssen wir uns dann nachher mal angucken. Okay, passt. Gut. Da sieht es auch aus, als war da mal irgendwas drin. Ja, lass mich rein. So. Okay. So. Prima, prima, prima. Hier drin habe ich, glaube ich, schon ausgeräumt. Ich weiß, das sage ich gerade die ganze Zeit, aber ich bin mir gerade wirklich nicht mehr so sicher. Ich habe hier nicht ausgeräumt. Da gibt es Waffen und hier gibt es nochmal einen Computer. Projekt Patchop. Okay. Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Creed-Forschungsanlage, 11. Februar 2307. Als die Belegschaft und ich heute Morgen eintrafen, war die Anlage komplett betriebsbereit. Kein Wunder, schließlich haben die United Colonies keine Kosten gespart. Ist das alles aufregend? Die volle Unterstützung hinter sich zu wissen, ist wahrhaft beflügelnd. Zugegeben, ich war etwas überrascht, dass das Labor im Bereich der Freestar Collective liegt, ein streng bewachtes Geheimnis. Doch wenn die Arbeit es verlangt, die Xeno-Kriegsführung ist der nächste Schritt in der Evolution der bewaffneten Bodenkonflikte. Das ist uns genauso bewusst wie dem Freestar Collective. Im Grunde ist es wieder so wie im Jahr 1942. Wir sind wie ein zweites Manhattan Project und wollen der anderen Seite zuvorkommen. In diesem Sinne darf ich voller Vorfreude verkünden, voller Freude verkünden, Phase 1 von Project Patchup hat begonnen. 3. März 2307. Die Arthropoden sind einfach unglaublich. Ruhig, umgänglich und sogar dazu bereit, die NSI anzunehmen. Bislang geschieht die Synchronisation nahezu augenblicklich und wir können sie zu 95 bis 97% kontrollieren. Das ist natürlich okay. Die Überlebenstests haben sie ebenfalls alle bestanden. Ob heiß, kalt, bei geringem oder gar keinem Sauerstoff, diese Dinger könnten in jeder Umgebung eingesetzt werden. Und dazu sind sie im Verbund mit den Red Devils einsetzbar, die für eine verlängerte Ausbildung hier sind. Schließlich werden sie diese Kreaturen in den Kampf führen. Sie sollten also mit ihnen vertraut sein.
Geschafft. 7. August 2307. Nach jahrelangen Tests mit zahlreichen fremden Spezies bin ich überglücklich zu berichten, dass wir endlich eine Spezies entdeckt haben, die als Fundament der Xenokriegsführung der United Colonies dienen wird. Die Arthropoden übertreffen all unsere Erwartungen. Es handelt sich um ein aggressives Rudel für jede Umgebung, das auf jeden Befehl hört. Ich habe sie unterwürfige Läufer genannt, doch wir nennen sie einfach Stalker. Jetzt ist es endlich an der Zeit, eine Flasche Chateau Avignon 2170 zu öffnen. Schön. Ja, 200 Jahre alter Wein, Champagner, whatsoever. Der Fortschritt, den die Red Devils mit den Stalkern erzielen, ist einfach unglaublich. Jetzt verstehe ich, warum sie beim UC-Militär so angesehen sind. Kein unnötiger Bullshit wie einfachen Soldaten, das sind echte Profis. Nach einer weiteren Ausbildungswoche hier im Pet Shop sollten Sie bereit für den ersten Einsatztest sein. Michelson meint, ich soll Colonel Kasarov fragen, woher seine Marines diese Spinne für die ersten Probeläufe hatten. Er wird seine gerechte Strafe bekommen. Allerdings wäre es dann auch ein wirklich guter Test. Okay, bist du ein bisschen aggro gegen den guten anderen Mann, ja? Hast du da ein bisschen Probleme? Soll mir egal sein. Jedenfalls können wir uns jetzt ziemlich sicher sein, dass diese Anlage hier ein richtig übles, böses, geheimes Projekt war, das wie viele böse, geheime Projekte irgendwann mal schiefgegangen ist. Ne? Es wäre unklug, so viele Gegenstände selbst zu tragen. Echt, bin ich überladen? Oh ja, tatsächlich, wir sind überladen. Das macht nichts. Pass mal auf, dann gehen wir hierher und... Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Okay, wir tauschen Ich bin Ausrüstung. erleichtert, dass Sie nun nicht mehr alles selbst tragen möchten. So, wie geht es hier? Pass mal auf, jetzt bin ich in Vasco drin. Und jetzt bin ich in meinem Inventar drin. So, da haben wir zwei, da geben wir ihm eine. Die geben wir ihm alle. Die geben wir ihm alle. Die geben wir ihm alle. Und die geben wir ihm auch. So. Anzüge. Ja, den kann er. Nee, aber halt mal. Da war noch einer. So, den nimmst du auch bitte. Den zweiten Rucksack nimmst du auch. Helme haben wir auch. Da müssen wir dann mal uns drum kümmern, dass wir uns auch umziehen können. So. Items behalten wir, Hilfe behalten wir, Munition behalten wir, die Notizbücher. Ja, die kannst du alle mitnehmen. So. Die Ressourcen kannst du auch alle mitnehmen. So. Und die sonstigen Teile. Ja, das sind die ganzen Blumen und der ganze Quark. Komm, nimm das alles. Kann ich dir das alles auf einmal geben irgendwie? Nee, kann ich nicht. So, dann machen wir das ganz kurz. So, und dann gehen wir noch mal kurz. Ja, oh, die will ich, glaube ich, wieder haben. Eine Laserwaffe, die will ich wieder haben. Pass mal auf. Wo ist die jetzt? Ach so, halt. Da, perfekt. Ja, die probieren wir mal aus. So. Und bevor wir jetzt hier diesen Raum machen, würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude. Ich hoffe, ihr schaut auch weiterhin zu. Und natürlich hoffe ich, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ich die Briefe, E-Mails und Bücher weiterhin vorlesen soll oder ob euch das eher so ein bisschen nicht gefällt und euch vielleicht sogar ein bisschen nervt.
Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, in welche Richtung ihr das haben wollt. Und dann werden wir das so machen, wie ihr das möchtet.